Spinelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Sehr verehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Gastwirtschaft, Gasthofer Club, dass wir die Pressekonferenz hier nutzen können, um Ihnen eine Information zu übermitteln. Erst aber auch Gratulation, Gasthofer Club. Kompliment für mich sind die Mannschaft der Saison, also wirklich, was ich da geleistet habe in den letzten Monaten. Chapeau. Es ist sicher ein schlechter Moment für mich und auch für den FC Zürich. Sie jetzt über gewisse personelle Änderungen zu informieren. Aber wie so oft ist die Frage, wenn man gerade 180 Grad anders, vielleicht ist jetzt genau der richtige Moment. Und ich habe in den letzten paar Monaten oder Jahren beim FC Zürich einige personelle Entscheide müssen dürfen fällen. Aber ich muss sagen, so leicht wie das mal ist mir eigentlich nicht gefallen, personelle Entscheide zu fällen. Und ich bin auch sicher wie selten, dass es absolut der richtige Entscheid ist. Und ich bin jetzt wieder kommunizieren und denke, es ist die Leute, die FC Zürich ein bisschen kennen und ja, die auch ein bisschen gesehen haben, was mit dem FC Zürich in den letzten paar Monaten passiert ist, ist es keine Überraschung, wenn ich Ihnen mitteilen tue, dass ab 1. Mai rückwirkend Urs Fischer neuer Cheftrainer ist vom FC Zürich. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag, wir haben die Option, um den Vertrag gegenseitig zu verlängern. Die Ernennung und die Nomination von Urs Fischer, das kann ich Ihnen garantieren, ist nicht irgendwo erfolgt in Ermangelung von Alternativen. Wir haben in den letzten Wochen und Tagen zahlreiche Bewerbungen bekommen aus dem Inland, aus dem Ausland, sehr viele renommierte Namen haben sich bei uns gemeldet, auch die ehemaligen Nationaltrainer. Ich gebe zu, es macht einem auch ein bisschen stolz, es macht Freude der FC Zürich, weil er offenbar doch eine attraktive Adresse geworden ist für Trainer aus dem Inland und aus dem Ausland. Die Begründung für die Wahl von Urs Fischer, ich denke, Urs Fischer ist ein junger Trainer, ein Trainer, der die heutige Generation kann ansprechen kann, aber er ist ein Trainer mit bereits einer grossen Erfahrung. Er ist ein Trainer, der mit den jungen Spielern kann umgehen kann. Das hat er bewiesen als U21-Trainer, wo er auch sehr guten Erfolg hatte. Er hat den grossen Vorteil, dass er FC Zürich in- und auswendig kennt. Er kennt auch sämtliche Spieler von der ersten Mannschaft. Er war ja während einem Jahr auch Assistenztrainer vom FC Zürich. In seinen charakterlichen und persönlichen Eigenschaften glaube ich, muss ich nichts sagen. Die Leute, die ihn seit vielen Jahren kennen, werden verstehen, dass wir Freude haben, dass man so einen integren und loyalen Trainer neu im FC Zürich bei der ersten Mannschaft werden kann. Was für mich persönlich aber heutzutage enorm wichtig ist für die Funktion des Cheftrainers, sind zwei Sachen. Erstens ist Führung, Führung, Führung. Zweite ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Notabene im Wohlstand nicht extern, wie wir leider immer wieder erleben, sondern primär Kommunikation intern. Das sind Fähigkeiten, die Urs Fischer hat. Er kann führen, er kann sich durchsetzen, genau überzogen davon. Deshalb habe ich das eingeleitet gesagt, es ist jetzt genau der richtige Moment, um das bekannt zu geben. Ich kann Ihnen garantieren, dass wir in den ersten Wochen und Monaten ein anderer FC Zürich wird es sein. Grand Casino Baden. Baden.